Durch Deduktion und analytische Schlussfolgerungen entwickeln Forscher Hypothesen. Um ihre Hypothesen zu testen, brauchen sie die empirische Forschung. Die empirische Forschung ist einer der Grundpfeiler der Wissenschaft. In der Praxis wird einer Vermutung, der Hypothese, die Evidenz gegenübergestellt, also das Erkennbare eines wissenschaftlichen Belegs oder einer Behauptung. Die Evidenz ist nicht der Beweis. Denn wir reden nicht von Beweisen oder Tatsachen, sondern wir finden Evidenz, also Unterstützung für eine Hypothese. Die empirische Forschung ist jetzt eine systematische Methode zur Erhebung von Daten. Und in der HCI ist die empirische Forschung von großer Bedeutung, denn sie liefert ein überzeugendes Argument, warum ein System, das wir entwickelt haben, besser ist als wie zum Beispiel etwas anderes. Viele Systeme existieren erst, nachdem wir sie gebaut haben. Und weil es keine Daten gibt, die uns etwas darüber sagen, wie gut es ist, müssen wir den Beleg in einer empirischen Studie bringen. Die Lernziele dieses Blogs sind zu verstehen, was der Grund für empirische und experimentelle Forschung ist, wie man Experimente gestaltet und wie man empirische Forschung betreibt. Der Grund, warum empirische Forschung betrieben wird, ist zu verstehen, welche Ursache welchen Effekt hat. Wenn ich Metalle in der Hitze, dehnt es sich aus. Anderes Beispiel, da der Mond über Anziehungskräfte verfügt, gibt es Gezeiten. Oder wenn ich den Preis erhöhe, gehen meine Verkäufe zurück. Oder ein Beispiel aus der HCI, wenn Nutzer auf meiner neuen Tastatur tippen, verbessert sich ihre Tippgeschwindigkeit. Mein Algorithmus erhöht die Fähigkeit von Nutzern, sich Dinge zu merken. Und Sie sehen, während die ersten drei Aussagen mit Erfahrungen aus unserem täglichen Leben übereinstimmen und wir sogar noch physikalische Gesetze dafür finden, ist die Frage von Ursache und Wirkung bei unseren beiden letzten Beispielen nicht so ganz klar. Bevor wir darauf eingehen, wie wir Ursache und Wirkung wirklich trennen, müssen wir uns im Klaren sein, was Ursache und Wirkung eigentlich sind. Die Beschreibung von Ursache und Wirkung ist gleichzeitig eine Vorhersage der Zukunft. Dinge, die nur in der Vergangenheit oder nur unter ganz bestimmten Umständen passiert sind, sind für uns nicht rekonstruierbar. Wenn wir den Zusammenhang von Ursache und Wirkung kennen, haben wir eine genaue Vorstellung davon, was passieren wird, wenn wir denselben Vorgang wiederholen. Und das ist wichtig, denn Wissenschaft verursacht ja aus Beobachtungen Verständnis darüber vorherzusehen, vorherzusagen, was als nächstes passieren wird. Das Problem dabei ist, dass wir bei besonders komplexen Systemen den Zusammenhang von Ursache und Wirkung gar nicht mehr genau sehen können. Wenn sich etwas scheinbar unvorhersehbar verhält und neben dem, was uns eigentlich interessiert, noch, nämlich den Effekt, noch viele andere verrückte Dinge nebenher passieren können, die wir nicht vorhergesehen haben. Durch komplexe Systeme verschwindet also die Sichtbarkeit zwischen Ursache und Wirkung. Sorgt mein kleines Auto wirklich dafür, dass die Welt unter der Klimaerwärmung leidet? Ist mein Verhalten die Ursache für die Zerstörung der Welt? Die empirische Wissenschaft hat eine Lösung für dieses Problem. In der empirischen Wissenschaft ist die Komplexität eines Systems egal, solange der Zustand, während dem es getestet wurde, rekonstruierbar und kontrollierbar ist. Ein System bzw. experimenteller Apparat kann noch so schwierig, noch so komplex sein, mit einem kontrollierten und präzise dokumentierten Experiment lässt es sich genauso gut sagen, was es tut, wie wenn wir beispielsweise nur einen Parameter verändern oder das System insgesamt einsetzen. Und so lässt sich die Vorhersage treffen, dass eine Brücke expandiert, wenn sie sich erhitzt. Oder es lässt sich die Hypothese aufstellen, dass die Brücke extremen Wetterbedingungen standhalten wird. Man kann aber auch versuchen, mit einem empirischen Experiment eine Formel abzuleiten, die im Rahmen des experimentellen Aufbaus genau vorhersagt, wie sich das Metall ausdehnen wird. Um Ursache und Wirkung zu identifizieren, werden oft statistische Verfahren eingesetzt. Eines davon ist die Korrelation. Im Internet gibt es viele lustige Webseiten mit zufälligen Korrelationen auf der Welt. So korreliert die Anzahl von Menschen, die jährlich in einem Pool ertrinken, mit der Anzahl von Filmen, in denen jedes Jahr Nicolas Cage mitspielt. Ein anderes Beispiel ist der Artikel von
Robert Matthews, der gezeigt hat, dass die Anzahl von Störchen mit der Anzahl an gemeldeten Geburten in Niedersachsen korreliert. Aus empirischer Sicht sind Korrelationen wirklich nicht das beste Mittel, um Ursache und Wirkung voneinander zu trennen oder überhaupt um einen Zusammenhang herzustellen. Aber lassen Sie uns kurz darüber nachdenken, wie wir daraus Schlussfolgerungen ziehen. Zunächst ist es Fakt, dass die Anzahl an gemeldeten Neugeborenen und die Anzahl an Störchen korrelieren. Wäre die Frage, warum wir diese Studie überhaupt in Auftrag gegeben haben, ob ich in ein solches Gebiet überhaupt ziehen will, wenn ich den Kinderwunsch hätte, was wäre dann das wäre die Antwort? Naja, dass es eben auf die Ursache ankommt. Wenn mehr Störche mehr Kinder bedeuten, dann ja. Wenn mehr Kinder mehr Störche bedeuten, dann eher nein, denn wir wollen ja keine Störche aufziehen. Aber wenn unbekannt ist, welchen Zusammenhang es gibt, dann müssen wir zeigen, naja, beides hängt miteinander zusammen. In diesem Fall spricht man oder spricht der Empiriker von dem Tertium quid, einer dritten unbekannten Variable, die irgendwie mit den beiden anderen zusammenhängt. Und die vielleicht sogar für die Korrelation von beiden verantwortlich sein können. Zum Beispiel Umweltbedingungen, vielleicht eine ruhige Gegend. Etwas, das wir bei der Beobachtung nicht unbedingt berücksichtigt haben, ein Faktor, der nicht kontrolliert wurde. Gut. Und in der Mensch-Computer-Interaktion beschäftigen wir uns zwar nicht mit Störchen, aber mit demselben Problem. Nähern wir uns der Sache mit einem typischen Beispiel an. Wir bauen ein System, was wir selbst super toll finden. Wir haben ein Jahr an unserer neuen Form von Touch-Keyboard gearbeitet und sind der Meinung, dass es richtig gut und einfach zu bedienen ist. Wir fragen 20 andere, vermutlich ihre Kommilitonen, ob sie es auch so finden. Und die meisten tendieren ja dazu, uns zuzustimmen. Super. Wir haben also potenzielle Nutzer gefragt, wie sie es finden, und sie sagen, es ist einfach zu bedienen. Naja, was ist der Haken bei der Sache? Grundsätzlich ist die Idee, Menschen zu fragen, ob sie unsere Tastatur gut finden, gar nicht so schlecht und von einem analytischen Ansatz durchaus aufschlussreich fürs weitere Vorgehen. Aber aus empirischer Sicht ist hier überhaupt nichts Nennenswertes passiert. Denn was haben wir gemessen? Haben wir gemessen, ob die Teilnehmer das System einfach zu benutzen finden? Wollen Sie mit Ihrer Bewertung, dass wir weitermachen oder dass wir unsere Arbeit insgesamt toll finden? Sind Sie überwältigt von der Neuheit des Systems? Oder hat gestern einfach nur die Fußballmannschaft gestern gewonnen? Um auf den Punkt zu kommen, allein eine Beobachtung, selbst wenn sie mehrfach gemacht wurde, hilft uns noch nicht, Ursache und Wirkung zu identifizieren oder einen Zusammenhang zwischen ihnen herzustellen. Sprich, ob Menschen etwas gut finden oder einfach zu bedienen finden, heißt nicht, dass unsere Tastatur dafür verantwortlich ist. Wie geht das jetzt? Wie können wir die Antwort darauf finden? Und dies erschreckend zugleich, es geht nur in einem kontrollierten Experiment. Nur in einem kontrollierten Experiment, also mit einer bestimmten Art von Versuchsdesign, in dem wir die Rahmenbedingungen genau kennen, dokumentieren und rekonstruieren können, sind Zusammenhang von Ursache und Wirkung zu verstehen. Was bedeutet das für so komplexe Systeme, wie wir sie in der Mensch-Computer-Interaktion entwickeln? Vor allem in Verbindung mit menschlichen Nutzern, die wir als Probanden eingeladen haben. Alles, was relevant fürs Experiment ist, wird festgehalten, sodass bei gleichen Rahmenbedingungen die Wiederholung des Experiments zum selben Ergebnis führt. Was genau während dem Experiment passiert, wie unser System arbeitet, wie jede Zelle im menschlichen Körper tickt, und von dem allen abstrahieren wir und schauen uns nur an, was passiert, während wir unser Experiment durchführen, während wir etwas verändern. Und die Sichtbarkeit der Veränderung, also das, was passiert, wenn wir irgendwas manipulieren, das bezeichnen wir als Effekt. Der Effekt ist die sichtbare Folge der Ursache, die wir während dem Experiment als einziges durchgeführt haben. In der Medizin ist die Ursache für die Heilung ein Medikament, in der experimentellen Physik kann sie die Kernspaltung eines anderen Teilchens sein und in der Mensch-Computer-Interaktion wollen wir, dass unsere Tastatur, unser System, einen positiven Effekt auf die Tippgeschwindigkeit hat oder die Nutzererfahrung oder die Glückseligkeit der Menschen verändert. Nun, das ist mit kontrollierten Experimenten, die in der Lage sind, Ursache und Wirkung voneinander zu trennen, möglich.
Aber was denken Sie, ist es auch möglich, zwei Faktoren und vielleicht sogar zwei Effekte gleichzeitig beobachten zu können? Ist es möglich, sowas in kontrollierten Experimenten noch durchzuführen? Was denken Sie? In kontrollierten Experimenten ist es möglich, mehrere Faktoren gleichzeitig zu analysieren. Natürlich ist die Menge an Faktoren, die wir gleichzeitig analysieren können, nicht unbegrenzt, solange unsere Stichprobe begrenzt ist. Aber dazu später mehr. Wichtig ist für uns zu wissen, dass wir durchaus multifaktorielle Designs erstellen können, solange wir wissen, was wir tun. Woher wir das wissen, was wir tun, um den Einfluss eines Faktors zu bestimmen, brauchen wir eine Veränderung, sprich mindestens zwei Ausprägungen. Diese beiden Ausprägungen werden im Englisch Levels genannt und müssen später detailliert beschrieben werden, weil nur durch sie verstehen wir, was denn der Einfluss eines Faktors ist. Die Kombination von Levels innerhalb eines Experiments werden auch Conditions genannt. Conditions bezeichnen wir beispielsweise zwei Faktoren mit zwei Ausprägungen. Also zum Beispiel vier Conditions. Wichtig ist zu verstehen, was eigentlich die Art der Conditions ist. Und wir haben hier mehrere Optionen. Worauf wir testen, kann vorhanden sein oder nicht, wie eine Tablette in einem klinischen Experiment, die entweder den Wirkstoff enthält oder nicht. Es kann eine logische Kategorie sein, wie Hunde oder Katzen. Oder Smartphones, Tablets und PCs. Es können kontinuierliche Dinge sein, wie die Lautstärke, die Länge, der Alter der Teilnehmer oder andere Maßeinheiten, wobei es zunächst gar nicht so wichtig ist, ob diese negativ oder unendlich sein können. Also, empirische experimentelle Designs sind darauf angewiesen, dass ein Faktor irgendetwas in ihrem Experiment verändert. Je nach Experiment wird zum Beispiel, oder nach wissenschaftlicher Fachrichtung, bezeichnen wir diesen Faktor anders. Manche nennen es Einflussgröße, Ursache, erklärende Variable, Prädiktor, Treatment oder der Regressor. Wir bezeichnen ihn als Fixed Factor oder als unabhängige Variable, sprich die Einflussgröße x in einer mathematischen Funktion f von x. Die Messung ist das, was wir beobachten. Und weil sich der Wert aufgrund der Abhängigkeit, also der Funktion, zur Ursache verändert, sprechen wir auch von abhängigen Variable y. Y wird in Bezug zu x verändert. Bezogen auf die Funktion enthält die Messreihe Fehlerkomponenten genau gegenüber dem idealen deterministischen Modell. Und die Funktion, also die Beziehung zwischen x und y, ist dieses Modell. Und gleichzeitig die Vorhersage, die uns eigentlich interessiert. Potenzielle andere Einflussfaktoren, die wir kennen, aber nicht explizit kontrollieren, nennen wir Kontrollvariablen oder Störgrößen. Häufig nennen wir sie auch Kovarianten. Wenn es Gründe gibt, sprich eine theoretische Grundlage zu glauben, dass es Störeinflüsse gibt, die unser Experiment beeinflusst haben, die aber in unserem kontrollierten Experiment nicht kontrolliert wurden, dann handelt es sich um sogenannte Kontrollvariablen oder Kovarianten. Eine klassische Kovariate in einem Experiment in der HCI sind zum Beispiel Unterscheidungen von Links- und Rechtshändern, Brillenträgern oder dem Geschlecht. Zufällige Faktoren und Fehlervariablen repräsentieren Variablen, deren Ausprägungen nur durch keinen bestimmten Faktor hervorgerufen wurde, sondern in unendlicher Ausprägung vorkommen können. Und der klassische Random Factor in HCI-Studien ist der Teilnehmer. Denn alle Menschen sind komplett unterschiedlich und wir haben individuelle Eigenheiten, unterschiedliche Erinnerungen, unterschiedliche Erfahrungen und die können es in ihrem Experiment nicht kontrollieren. Da wir die wichtigsten Dinge nun kennen, unabhängige Variablen, abhängige Variablen, Kontrollvariablen und Fehlervariablen, können wir jetzt einfach lostesten? Noch nicht. Nehmen wir an, Sie führen ein Experiment mit menschlichen Probanden durch. Dieses Experiment hat einen Faktor mit zwei Ausprägungen, die Sie zwischen zwei zufällig ausgewählten Gruppen vergleichen möchten. Sie testen zunächst alle Probanden in Ihrer Institution, welche die erste Ausprägung erleben. Dann gehen Sie heim und am Abend holt Ihre Lieblingsmannschaft vorzeitig den Meistertitel. Dann gehen Sie wieder zu Ihrem Versuch zurück mit der zweiten Gruppe und testen die nächste Ausprägung, schauen in Ihre Ergebnisse und sehen plötzlich ganz viele tolle Bewertungen in Ihren Daten. Und was ist jetzt passiert? War Ihre zweite Ausprägung für die Ergebnisse verantwortlich oder das Fußballspiel am Vortag?
Und genau darum ist es wichtig, dass Design in ihren Experimenten so zu betreiben, dass die Gestaltung der unabhängigen Variablen richtig erfolgt. Die unabhängige Variable repräsentiert einen bestimmten Aspekt, den Sie empirisch untersuchen möchten. In der Theorie bedeutet das, dass Sie alle Außeneinflüsse stabil halten, und das würde aber eine völlig homogene Stichprobe in ihren Probanden bedeuten. Aber Menschen, ihre Erfahrungen, ihre Situationen sind immer etwas verschieden, und daher können wir nicht alle Einflüsse kontrollieren. Das können wir in der Regel auch nicht, wollen wir vielleicht auch gar nicht, weil wir immer auf die gesamte Population Rückschlüsse ziehen möchten. Außerdem ist der Aufwand, alle Menschen zu testen, ist unvorstellbar hoch. Also was tun wir dann in der Praxis? Wir nehmen eine zufällig ausgewählte Stichprobe, in der Hoffnung, sie ist repräsentativ. Empirische Forschung ist auf einzelne individuelle Stichproben angewiesen, und durch sie ziehen wir Rückschlüsse auf zum Beispiel die Gesamtpopulation. Wir können statistisch gesehen die Teilnehmer auch als zufällige Faktoren betrachten, die in der späteren Analyse ignoriert werden. Wir müssen die Folge unserer Conditions, das heißt die Reihenfolge aller Ausprägungen dieser unabhängigen Variable, zufällig wählen. Wie wir alle wissen, ist der Zufall, insbesondere bei wenigen Möglichkeiten, nicht immer fair. Insbesondere wenn wir drei oder vier verschiedene Ausprägungen haben, legt der Zufall keinen Wert auf deren Folge. Das heißt, es kann durchaus passieren, dass Ausprägung A und Ausprägung B stets aufeinander folgen. Das ist aber blöd, wenn wir eine zufällige Stichprobe erheben und eine Gruppe von Teilnehmern immer zuerst A und dann B ausgesetzt wird. Dann wissen wir nicht, ob die Effekte, die wir gemessen haben, durch B verursacht sind oder nur durch eine Folge von A und B. Und man spricht hier von den sogenannten Sequenzeffekten. Um in diesen entgegenzuwirken, gibt es clevere Studiendesigns. Und das wohl verbreitetste Studiendesign ab minimal drei Ausprägungen, ist das sogenannte lateinische Quadrat, das Latin Square. Das lateinische Quadrat ist ein Zahlenfeld mit n mal n Einträgen, das mit ebenso viel verschiedenen Symbolen gefüllt ist, die jeweils genau in einer Zeile, genau einmal in einer Spalte vorkommen. Das lateinische Quadrat berücksichtigt aber noch nicht die Folge anderer Zeilen. Und dafür gibt es das sogenannte ausbalancierte Balanced Latin Square. Ein Balanced Latin Square sorgt dafür, dass ein Symbol niemals zweimal aufeinander folgt. Wichtig bei lateinischen Quadraten ist, dass die Sequenz selbst keinen Effekt haben. Wenn das Experiment wiederholt wird, deshalb ist so bestrebt, die Anzahl der Teilnehmer von einem Vielfachen von n zu testen. Lateinische Quadrate sind insbesondere wichtig, wenn Teilnehmer mehrfach Ausprägungen derselben unabhängigen Variable ausgesetzt sind. Conditions in zufälliger Reihenfolge können Sequenzeffekte vermeiden, zum Beispiel durch Training, Müdigkeit oder Gewichtung. Wir haben gelernt, dass Zufälligkeit bei weniger Stichproben nicht immer fair verteilt ist, und wir möchten trotzdem verhindern, dass bei wiederholten Messungen nicht Wiederholungen der Reihenfolge auftreten. In einem ausgewogenen, einem Balanced Latin Square gleichen wir das Was folgt was-Szenario aus und schützen das Experiment vor Sequenzeffekten, wobei erst ein ausgewogenes Latin Square Design von der Reihenfolge von Teilnehmern unter Verwendung eines Vielfachen der Bedingungen durchgeführt werden. Zum Beispiel 50 Bedingungen erfordern 50 Teilnehmer oder 100 oder 150 oder 200. Manchmal sind voll ausgefüllte lateinische Quadrate gar nicht möglich, beziehungsweise gar nicht nötig, weil die Stichprobe groß genug ist, dass die Sequenzeffekte allein dadurch reduziert werden, dass die Sequenz besonders groß oder zufällig ist. Bei Online-Umfragen mit einer unvorstellbaren großen Anzahl an Teilnehmern können wir das Experiment nicht unbedingt in ein lateinisches Quadrat stecken, was bedeutet, dass wir in diesen Fällen experimentelle Designs durch ein sogenanntes computerbasiertes, pseudo-randomisiertes Design sortieren. Dabei merken wir uns natürlich, wann wer was gemacht hat, aber es ist eben zufällig oder pseudo-zufällig durch den Computer entschieden. Möchten Sie später sicherstellen, dass die Sequenzen keinen Einfluss gehabt haben können, und müssen Sie auch in vielen experimentellen Designs die Sequenznemo, also die Reihenfolge der Ausprägungen, die jeder Teilnehmer erlebt hat, als Kovariate betrachten und potenziell in der statistischen Auswertung später berücksichtigen. Zunächst wollen wir aber herausfinden, welche Conditions wir welchen Teilnehmern zuweisen. Bei der Within-Subject-Design-Variablen
werden alle Ausprägungen einer unabhängigen Variablen allen Teilnehmern zugewiesen. In diesem Fall muss die Reihenfolge meist durch dieses lateinische Quadrat oder durch eine Pseudorandomisierung ausbalanciert werden. Wann entscheiden Sie sich für eine Within-Subject-Variable? Naja, das hat meistens irgendwelche ökonomischen Gründe. Teilnehmer einladen ist super aufwendig, kostet Zeit und ist statistisch gesehen, ist ja der Teilnehmer die Kovariate, also ein Störfaktor, das eine individuelle Varianz in der entsprechenden statistischen Analyse auch wieder herausgerechnet werden kann. Und das erhöht ihre statistische Aussagekraft. Da Teilnehmerzustände direkt miteinander vergleichen, kann es aber auch häufig, insbesondere bei subjektiven Messungen, passieren, dass sich auch der Kontrast ihrer Messungen erhöht. Einfach weil die Teilnehmer die Unterschiede selbst bemerkt haben und sich ihr Verhalten entsprechend anpassen. Und das kann vor, aber auch Nachteile haben. Insbesondere in der Mensch-Computer-Interaktion ist dann das Problem, wenn Sie Teilnehmer trainieren oder etwas gewöhnen. Sie lassen einen Teilnehmenden in Ihrer Studie auf eine neuartige Tastatur tippen. Was bedeutet, dass in der zweiten Condition das Verhalten der Tastatur bereits erlernt wurde? Und wenn Sie etwas Ähnliches testen, wie zum Beispiel die Farben der Tasten oder der Buchstaben, dann hat die erste Condition einen Einfluss auf die zweite. Und Sie können dem entgegenwirken, indem Sie die Reihenfolge dieser Condition eben ausbalancieren, aber Sie müssen darauf achten, dass keine Condition von keinem Teilnehmer ausgelassen wurde oder alle Teilnehmer zufällig den Sequenzen zugewiesen wurden. Wir hätten auch die Möglichkeit, Teilnehmer in Gruppen einzuteilen und jede Ausprägung einer unabhängigen Variable auch nur von einer Gruppe testen zu lassen. Sie teilen die Probanden dabei zufällig in zwei Gruppen ein und vergleichen dann die Ergebnisse der einen Gruppe mit der anderen Gruppe. Das Forschungsdesign ist sehr einfach weit verbreitet und besitzt auch eine hohe Aussagekraft. Teilnehmer können sich nicht gewöhnen und manchmal ist man als Experimenter sogar gezwungen, eine unabhängige Variable zwischen Gruppen zu verwenden, weil die Merkmale ihrer Stichprobe nur in der einen Gruppe oder in der anderen Gruppe vorkommen. Ein typisches Beispiel ist das Geschlecht. Wenn Sie die Tippgeschwindigkeit auf Ihre Tastatur zwischen Männern und Frauen vergleichen möchten, dann können Sie keine Within-Subject-Variable daraus machen, weil Sie Ihre Teilnehmer kaum dazu zwingen können, ihr Geschlecht zu wechseln. Nachteil von solchen Experimenten mit sogenannten Between-Groups oder Between-Subjects ist, dass Sie viel mehr Teilnehmer benötigen, weil die Varianz unter den Teilnehmern sehr groß ist. Und das bedeutet, dass Sie einen hohen Zeit- und Kostenaufwand für die statistische Analyse benötigen, weil individuelle Unterschiede in der Varianzanalyse nicht berücksichtigt werden können. Einen Effekt zu finden, wird hier schwierig. Die Aussagekraft bei solchen Designs ist aber sehr hoch, weil Teilnehmer keinen Vergleich anstellen konnten. Bei Mixed- oder hybriden Designs gibt es beide Arten von unabhängigen Variablen. Variablen zwischen den Subjekten oder subjektinterne Variablen, also Between und Within. In sogenannten hybriden Designs haben wir beides. Die Within-Subject-Variable haben alle gemacht. Alle Teilnehmer wurden alle Ausprägungen der subjektinternen Variable ausgesetzt. Und natürlich muss man bei der Variablen gucken, dass Sequenzeffekte vermieden wurden und deswegen randomisierte und ausgeglichene Sequenzdesigns angezeigt wurden. Die Between-Variable wird dann zwischen den Teilnehmern in jeweils zufällig ausgewählten Gruppen zugewiesen. Und bei sogenannten Hybriden oder Mixed Designs gilt natürlich immer noch, dass wir sicherstellen müssen, dass alle Teilnehmer zufällig in diesen Gruppen der Between-Gruppe zugewiesen wurde und die Reihenfolge der Within zugewiesen wurde. Sobald wir mehrere Faktoren haben, müssen wir feststellen, wie diese Faktoren im experimentellen Verlauf zusammenkommen. Im Idealfall haben wir mehrere Faktoren, die gekreuzt werden können. Alle Ausprägungen werden miteinander kombiniert und man erhält ein sogenanntes vollfaktorielles Design. Dieses Design führt zum Beispiel bei zwei unabhängigen Variablen mit je drei Leveln zu insgesamt 9 Conditions. In manchen Fällen können wir nicht alle Faktoren miteinander kombinieren. Das passiert in der HCI genauso oft wie auch in der Biologie, bei vererbten Merkmalen von Lebensformen zum Beispiel. Das können wir zum Beispiel bei einer Art von Schnittstellen, die von unserem Prototyp nicht unterstützt werden oder rein konzeptionell nicht möglich machen können. Und man spricht hier sehr häufig auch von sogenannten Nested Designs. Das heißt, nicht alle Faktoren können nicht miteinander kombiniert werden, was bei der Anzahl von unabhängigen Variablen weniger Conditions zur Folge hat, als
das Vollfaktorielle, aber den Na und den Nachteil, dass wir interne Abhängigkeiten zwischen den Faktoren nicht mehr modellieren und analysieren können. Beachten Sie, dass es aber statistisch möglich ist, Nested Designs auszuwerten. Sie sind nicht gezwungen, vollfaktorielle Designs zu suchen. Natürlich haben diese die höhere statistische Power. Am Anfang haben wir gesagt, dass kontrollierte Experimente die beste Möglichkeit für den empirischen Forscher zu einem vergleichbaren Ergebnis sind zu kommen. In der Mensch- und Computerinteraktion gibt es viele Möglichkeiten, ein kontrolliertes Experiment zu gestalten, und es stellt sich die Frage, ob die Methode nicht selbst Einfluss hat. Und ich möchte dazu Ihnen ein Experiment vorstellen, das wir 2018 durchgeführt haben, um herauszufinden, ob beispielsweise die Qualitäten von Artefakten in einer Smart Home Environment ähnlich angesehen werden, wenn sich die Methode verändert. Wir haben uns gefragt, was sind die üblichen Methoden in der Mensch-Computer-Interaktion? Das sind Online-Umfragen, die schnell, billig, effizient und fast von jeder beliebigen Gruppe von Menschen ausgeführt werden können. Das sind Laborstudien, die im kontrollierten Rahmen und ohne Unterbrechungen in unserem Labor durchgeführt werden können. Das sind In-situ-Studien, die in unserem Beispiel aber auch Teilnehmer zu Hause testen können. Das sind aber auch Prototyp-Studien mit VR- oder AR-Prototypen, also virtuellen Darstellungen von unseren Prototypen, die es so vielleicht gar nicht gibt, die aber extrem leicht zu entwickeln sind, weil man physikalisch nichts bauen muss. Zudem können Sie ziemlich sicher sein. Dem Empiriker ist die Methode nicht egal, wenn er den Einfluss des Geräts wissen will. Aber Forscher in der Mensch-Computer-Interaktion sind natürlich daran interessiert zu erfahren, ob die Methode, die sie benutzt haben, das Ergebnis verändert. Wir haben in diesem Experiment die Methode zur unabhängigen Variablen gemacht und sie war auch eine Between-Subject-Variable, was bedeutet, dass Teilnehmer zufällig einer Methode zugewiesen wurden und nichts von den anderen Gruppen wussten. Alle Teilnehmer haben alle vier Artefakte, Smart-Home-Objekte erlebt und durften diese auch auf unterschiedlichen Skalen bewerten. Was meinen Sie? Glauben Sie, die Antworten über die Qualität von Prototypen von zufällig ausgewählten Teilnehmern hat sich unterschieden, wenn sie eine andere Forschungsmethode benutzt haben? Die Antwort ist klar und einfach ja. Objektiv betrachtet sagen unsere Ergebnisse ziemlich eindeutig, dass unsere unabhängige Variable, also die Methode, die wir eingesetzt haben, einen Effekt gehabt hat. Zum Beispiel zeigen in situ und VR die höchste pragmatische und hedonische Qualität, während unsere Laborstudien nicht so tolle Resultate lieferten. Teilnehmer sind also nicht in der Lage, die Art und Weise, sprich die Forschungsmethode, mit der sie untersucht wurden, zu ignorieren. Und wichtig an dieser Stelle sind die Rückschlüsse. Es stellt sich nämlich die Frage, was wir daraus lernen. Welche Forschungsmethode verrät uns dann die Wahrheit? Und es gibt gar keine wichtigere Frage, als die in dem Experiment natürlich wissen wollen, aber die uns wieder zu der ersten Frage führt, hängt es vom Gerät ab. Auch das können wir bestätigen, die Prototypen haben sich auch pro Methode unterschiedlich verhalten oder wurden unterschiedlich wahrgenommen. Wie schon gefragt, welche Methode sagt uns jetzt die Wahrheit? Und dies bringt uns zum Ziel und zum Einsatz von Forschungsmethoden, nämlich der sogenannten Validität. Es wird immer zwischen interner und externer Validität unterschieden, wobei die interne insbesondere mit der Identifikation, Dokumentation und Eliminierung von Störeinflüssen zusammenhängt. Und diese ist hoch, wenn es keine alternative Erklärungen für die Ergebnisse gibt. Und die Variation in den beobachteten Daten von der Variation unserer unabhängigen Variablen verursacht wurden. Umgekehrt ist die interne Validität niedrig, wenn unsere Effekte eher durch die Störeinflüsse erklärt wurden. Und die Beobachtungen bei einer Wiederholung des ganzen Experiments hoffentlich dieselben sind. Und eine Forschungsarbeit hat zum Beispiel dann eine hohe interne Validität, wenn mehrere Studien für eine Modellvorhersage durchgeführt wurden, bei der eine oder mehrere unabhängige Variablen zu wiederholten Messungen konstant gehalten wurden und aber zu denselben Ergebnissen seitens der abhängigen Variablen geführt haben. Interne Validität können wir mit einer einfachen Eselsbrücke überprüfen. This mess setzt sich zusammen aus Testing, History, Instruments, Statistical Regression, Maturation, Experimental Mortality Selection und Selective Interaction. Zum Testen. Die Probanden reagieren auf den Versuchsaufbau oder die Aufgabe.
Die interne Validität haben wir zum Beispiel sichergestellt, wenn wir in einem Eye-Tracking-Experiment Veränderungen der Pupillengröße nicht auf Veränderungen des einfallenden Lichts oder die Tageszeit im Labor zurückführen können, sprich alles gleichmäßig konstant gehalten haben. History, Geschichte, zum Beispiel die Ereignisse zwischen zwei Messungen, wie der Gewinn der Meisterschaft am Vortag. Instrument, der Wechsel des Messwerkzeugs, wenn wir beispielsweise in einer Studie in einem EEG auf Elektroden angewiesen sind, die im weiteren Verlauf durch wechselndes Gel beispielsweise für eine bessere Übertragung von elektrischen Signalen verantwortlich sind. Statistische Regression in Richtung des Mittelwerts. Rausreißer, die verursacht und inhomogene Testgruppen, wenn wir zum Beispiel ein Eingabegerät anstatt eines Joysticks testen, wobei wir dafür nur einen Hardcore-Gamer verwenden, der das Feature allein schon kennt. Reifung. Wechsel der Probanden zwischen zwei Messungen. Das passiert, wenn wir zu viel Zeit für eine zweite Messung benötigen. Wenn wir über einige Zeit das Verhalten von Nutzern, zum Beispiel über Sprachassistenten, testen wollten, aber in der Zwischenzeit sich das Sprachinterface geändert hat oder sie sich selbst einen Amazon Echo gekauft haben. Experimentelle Mortalität. Probanden können auch ihre Studie verschwinden und das passiert, wenn sie Studien über viele Tage planen oder über mehrere Wochen planen. Dann kann es sein, dass Teilnehmer vielleicht von ihrem ersten Versuch so geschockt waren, dass sie über die dann zweiten Mal nicht mehr kommen wollen und man nur im Prinzip Menschen testet, der unsere Aufgabe sowieso gewachsen gewesen sind. Auswahl, fehlende Randomisierung der getesteten Probe. Auswirkungen hiervon haben wir schon diskutiert. Ein anderes Beispiel ist, wenn wir in einem Experiment schnell Teilnehmer benötigen und dafür nur meine Freunde einlade, damit sie mir schnell helfen. Und die finden natürlich mein Apparat auch klasse, weil ich ihnen ja schon davon erzählt habe. Selektive Interaktion, die Sequenz- oder Ordnungseffekte, auch die haben wir bereits diskutiert. Gut. Interne Validität sorgt also dafür, dass das, was ich in meinem Rahmen des Experiments tue, alles seine Richtigkeit hat. Was ist dann die externe Validität? Die externe Validität ist die Frage, ob alles, was ich während des Experiments auch gemacht habe, auf die echte Welt übertragen kann, sprich generalisieren kann. Die externe Validität ist dann gegeben, wenn meine Beobachtungen mit Beobachtungen aus der echten Welt übereinstimmen. Aus der Sicht des Experiments kann man externe Validität zum Beispiel dadurch sicherstellen, dass die Stichprobe repräsentativ ist. Sie ist niedrig, also die externe Validität ist niedrig, wenn Schlussfolgerungen aus dem Experiment auf realistische Situationen kaum angewendet werden können. Deswegen spricht man auch sehr häufig von ökologischer Validität. Wer aufgepasst hat, fragt sich nun, ob externe Validität auch eine Frage an die Allgemeingültigkeit einer Theorie ist oder ob sich die interne Validität und die externe Validität nicht doch widersprechen. Aus klassischer Sicht stehen interne und externe Validität ein bisschen im Widerspruch. Einerseits verlangt sind ein hohes Maß an interne Validität, die man am besten durch hochkontrollierte und deshalb recht künstliche Laborbedingungen erreicht, besonders realitätsnahe Forschungsdesigns, wie sie für eine möglichst hohe externe Validität ratsam scheinen, bergen hingegen jedoch die Gefahr, unkontrollierbar oder übersehbare Störeinflüsse zu haben. Theorien in der kritischen empirischen Forschung werden aber deduktiv, nicht induktiv getestet. Das bedeutet, eine Theorie muss falsifizierbar sein. Und die Falsifizierbarkeit ist eine Eigenschaft von logischen Aussagen. Eine Aussage ist dann genau falsifizierbar, wenn es einen Beobachtungssatz gibt, mit dem die Aussage angreifbar, also widerlegbar ist. Der Aussage, morgen regnet es, ist falsifizierbar, jedoch nicht die Aussage, morgen regnet es oder es regnet nicht. Entweder die Beobachtung unterstützt die Aussage oder nicht. Und die externe Validität hängt mit der Theorie bzw. der Behauptung selbst zusammen, die ich während meinem Experiment teste. Wenn ich ein Gerät baue, das die Erinnerungsfähigkeit von Menschen verbessert, dann ist ein kontrolliertes Experiment mit einer repräsentativen Gruppe die beste Option. Wenn jemand die externe Validität in Frage stellt, muss die Theorie mit einem gezielten Aspekt, zum Beispiel durch die Einführung einer neuen unabhängigen Variable, nochmal neu getestet werden. Niedrige externe Validität hat mein Experiment also dann, wenn ich hypothetisiere, aber nicht zeige, dass mein Experiment im Alltag die Erinnerungsfähigkeit von Menschen verbessert.
Solange es also eine hohe interne Validität mit einer repräsentativen Stichprobe gibt, ist es irrelevant für die externe Validität, wenn unsere Beobachtung der Theorie widerspricht. Wir haben sie entweder widerlegt oder einen Sonderfall geschaffen, der durch die Theorie berücksichtigt werden muss. Wenn die Beobachtung die Theorie stützt, muss oder kann die Theorie weiter getestet werden. Wenn die Allgemeingültigkeit von Ergebnissen in Frage stellt, muss ich also automatisch auch Gedanken zur Theorie machen. Was bedeutet der Kontrast von interner und externer Validität für die Interpretation der Ergebnisse in unserem Experiment? Zunächst, dass alle Methoden die Wahrheit sagen, solange wir während allen Versuchen die interne Validität sichergestellt haben. Und je nach Hypothese hat dies Konsequenz für den Raum von Schlussfolgerungen, die wir treffen können. Insbesondere wenn der Einfluss des Experiments, mit dem wir testen, von den Teilnehmern mit in die Bewertung aufgenommen wurde. Und die gefährlichste Schlussfolgerung bzw. die größte Gefahr, für die die externe Validität gewesen wäre, dass die Forschungsmethode die andere ersetzen kann. Und viel wichtiger ist aber in unserem Fall die Erkenntnis noch, dass im Fall unserer Prototypen die ökologische Validität bzw. in unserem Fall die Wahrnehmung von pragmatischer und hedonischer Qualität durch weitere äußere Faktoren bestimmt ist, welche die Allgemeingültigkeit kontrollierter Experimente nicht in Frage stellt, da wir genau diese brauchen, um die Effekte dieser Faktoren zu isolieren und später zu bestimmen. Nur durch weitere kontrollierte Experimente sind wir in der empirischen Forschung imstande herauszufinden, welche Faktoren die einzelnen Prototypen in unserem Apparat beliebt oder unbeliebt gemacht haben. Wer mehr über die Durchführung empirischer Studien wissen will, dem empfehle ich die Bücher von Andy Field und Graham Hall, How to Design and Report Experiments, die Arbeiten von William Cochrane und Gertrude Cox sowie von Donald Campbell und Julian Stanley.